Wie findet man gute neue Aktien? Zuerst gibt es einmal die traditionellen Möglichkeiten. Sie gehen zu Ihrer Bank oder Ihrem Finanzberater. Oder Sie lesen die NZZ, die Finanzpresse, die gerade hinter mir steht. Nun stellt sich die Frage, wie gut sind diese Geschichten, die Sie da hören? Leider führen diese Geschichten in die Irre. Beim Anlegen ist es nämlich so, wenn eine Geschichte glaubwürdig ist, ist sie bereits oft erzählt worden. Und das bedeutet, diese Geschichte ist bereits im Aktienpreis enthalten. Es nützt Ihnen also nichts. Was macht man da? Es gibt zwei Möglichkeiten. Zuerst einmal die mühevolle Möglichkeit. Sie identifizieren die Geschichten selbst. Sie machen also die ganze Research selbst, schauen alle Aktien an und identifizieren gute Anlageideen. Das ist leider fast ein Fulltime-Job. Und sehr wahrscheinlich haben Sie keine Lust, das zu machen. Ich auch nicht. Glücklicherweise gibt es noch eine zweite Option. Man nennt das Investieren basierend auf Fakten. Die Ökonomen sprechen von Factor Investing, Smart Beta. Zum Beispiel sucht man Unternehmen, die relativ günstig sind im Vergleich zur Größe. Ökonomen haben nachgewiesen, dass man damit sogar eine bessere Rendite erzielt als der Markt. Und sie haben sogar den Nobelpreis dafür gekriegt. Eine ziemlich gute Sache. Die Frage bleibt bloß, wie finden Sie die Fakten? Bei Obermatt haben wir uns auf das Faktorinvestieren fokussiert. Wir konvertieren diese relativ komplizierten Faktoren in Ränge, die man ganz einfach versteht. Wir schauen drei Faktoren an. Der erste Faktor ist Value. Wie günstig ist das Unternehmen im Vergleich zur Größe? Den zweiten Faktor, den wir anschauen, ist Wachstum. Wie wächst das Unternehmen über die Zeit? Und der dritte Faktor, den wir anschauen, ist die Verschuldung. Wir nennen das Sicherheit. Wie groß sind die Schulden im Vergleich zur Profitabilität und Liquidität des Unternehmens? Das gibt Ihnen einen großen Vorteil. Sie können diese Faktoren als Ausgangslage verwenden und Aktien identifizieren, die eben gut bewertet sind, gute Faktoren aufweisen. Und dann können Sie Ihre eigene Geschichte entwickeln. Und das Resultat? Sie investieren basierend auf Ihrer eigenen Geschichte und nicht auf Geschichten, die vielmal schon erzählt wurden.